Es ist, das haben die Bundeskanzlerin und auch ich mehrfach gesagt, kein Normalbetrieb, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Menschen brauchen schnelle Hilfe, wir brauchen schnelle Entscheidungen. Schnelle Entscheidungen, ob die Menschen bleiben dürfen oder nicht. Und schnelle Entscheidungen, wo wir die Menschen unterbringen. Zweitens, wir können in dieser Herausforderung nur bestehen, wenn wir die Stärken unseres Landes erhalten. Zu diesen Stärken gehört die Rechtsstaatlichkeit. Daher, neben der Demokratie gilt es auch, unseren Rechtsstaat zu verteidigen. Extremisten und Gewalttäter müssen verfolgt werden. Straftaten vor, aber auch in Asylbewerberheimen müssen konsequent geahndet werden. Und Asylverfahren müssen schneller entschieden werden. Und die Entscheidung muss konsequent und zügig umgesetzt werden. Nicht jeder, der zu uns kommt, hat ein Recht, auch hier zu bleiben. Aber zum Halt der Stärken gehört auch, es sind wegen der Kosten von Unterbringung und Betreuung keine Abstriche in anderen Politikbereichen geplant. Drittens, die Flüchtlinge aufzunehmen heißt auch, dass sie nicht nur ein Dach über den Kopf haben, sondern sie werden auch Teil unserer Gesellschaft. Und deshalb müssen wir zu einem die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und Antworten geben. Ich erhalte viele Briefe. Viele Bürger erklären mir in ganz ruhiger und sachlicher Art, womit sie gerade hadern. Das respektiere ich und wir müssen es in unserer Politik beachten. Ich will eine Gesellschaft, die zusammenhält. Nicht nur in Hochwasserkatastrophen, sondern immer. Meine Damen und Herren, ich schaue aber besonders auch auf die Menschen, die in diesen Wochen enorm gefordert sind, weil sie bei der Aufnahme der medizinischen Betreuung, der Erarbeitung von Anträgen, der Unterbringung oder der allgemeinen Unterstützung ihren Dienst verrichten. Das alles schaffen wir heute, das schaffen wir morgen, das schaffen wir noch im kommenden Jahr. Aber auf Dauer werden wir es kaum in dieser Größenordnung schaffen. Da geht es nicht um das Geld in unserem relativ reichen Land. Es geht nicht auch allein darum, wie viele Ausländer wir aufnehmen können. Die Herausforderung ist, dass die vielen Menschen, die zu uns kommen, viele helfende Hände brauchen. Die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern wird uns an die Grenzen führen, an Grenzen der Einsatzfähigkeit von Menschen, an Grenzen der Beschaffung von Materialien wie Containern und Sanitäreinrichtungen. Ich sage Ihnen das nach den Gesprächen mit Einsatzleitern, die 30-Stunden-Schichten haben, Mitarbeitern, die Tag und Tag von 6 bis 23 Uhr Flüchtlinge aufnehmen, Ärzten, die zusammen 200 Untersuchungen am Tag bearbeiten, Polizisten, die für den Schutz ihren Kopf hinhalten und verletzt werden, Kommunalpolitikern, die bedroht werden und Ehrenamtlichen, die jede freie Minute sich für Flüchtlinge und deren Zusammenhalt in unserem Land engagieren. Diese Menschen haben ein großes Herz, eine unglaubliche Leistungskraft und einen unbändigen Willen zu helfen. Und ich denke, ich spreche auch in Ihrem Namen, wenn ich diesen Menschen an dieser Stelle herzlich danke. Und ich fühle mich auch für diese Menschen verantwortlich, die mir deutlich sagen, irgendwann können wir nicht mehr. Ich begrüße daher, dass wir heute diese Sondersitzung haben und der Landtag eine Debatte über die Zukunft unserer Asylpolitik begonnen hat. Führen wir sie sachlich und mit humanitärer Perspektive. Führen wir sie mit Herz. Wir brauchen diese Debatte und wir müssen mit Sicherheit noch weitere Schritte gehen. Schritte hin zu einer wirklichen europäischen Asylpolitik mit sicheren Grenzen, mit fairer Verteilung und effizienten Verfahren. Das Verhalten Ungarns hat es deutlich gemacht. Wir müssen schneller an Lösungen arbeiten, die die Situation für alle entspannen. Und Schritte hin zu einer erfolgreichen Integration der Menschen, die bei uns in Sachsen bleiben. Aber es gilt ein Schritt nach dem anderen. Zuerst müssen wir die Würde aller Menschen sichern, die zu uns kommen und ihnen ein Dach über den Kopf sichern. Meine Damen und Herren, es gibt hasserfüllte Menschen, aber es gibt so viel mehr Mitbürger, die uneigennützig anpacken und Menschlichkeit ganz konkret werden lassen. Dazu gehören Sachsen in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die in unseren Städten und Gemeinden zu ihrer Verantwortung stehen. Dazu gehört Sachsen, die ihren Dienst beim DRK, den Maltesern, den Johannitern, dem THW und anderen Hilfsorganisationen leisten. Und es sind die vielen ehrenamtlichen Sachsen, die hinsehen, die helfen, sich für eine menschliche Gesellschaft einzusetzen,
Sie alle machen unser Land zu einem Sachsen mit Herz. Auch in diesem Sinne wünsche ich mir, führen wir heute und zukünftig die Debatte um die richtige Asylpolitik. Vielen Dank.